gerade im Unterschied zu allen Ländern außenrum und sehr vielen anderen arabischen Ländern Nordafrikas in den letzten 10 Jahren sind Umwälzen. Kein Land hat für eine Weltmeisterschaft oder eine große Sportveranstaltung so viel getan, sich selber umzukrempeln. Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Mein Name ist Jürgen Mittag, Professor hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln, und ich begrüße Sie recht herzlich zur Veranstaltung Katar Talks. I would like to introduce particularly our panel over here, Jeremias Kettner, Tilman Engel, Katrin Lemke, Marco Begovic, Andreas Rettig, Matthias Brückmann. The FIFA is the approach and the idea that football is a global sport and needs to take place in all kinds of regions and countries, then we need to find ways to make it possible in the Muslim Arab world. If we seek to apply only European standards to everything, then we should do what most of the football fanatics in Europe demand, only have it in the Northern Hemisphere. Qatar is the only place of all the big sporting events of the last decades that has made significant civil society changes, those that have never taken place in China and that were totally ignored in the fascist militarist dictatorship called Russia, where all of football Germany went to in 2018. So the standard that's applied here, only my world or no world, will eventually lead that these events only take in a few countries in the world. Hat Katar das unterschätzt? Haben Sie vielleicht zu viel gewollt, um es ins Verhältnis zu setzen? Das ist ein ganz kleines Land. Man hat schätzungsweise 300.000 Kataris bei einer Gesamtbevölkerung von 2,8 Millionen. Das heißt, sie sind eine Minderheit im eigenen Land. So, das wäre wie Berlin-Pankow organisiert eine Fußball-WM. Dann hast du dieses Spagat zwischen supermoderne Entwicklung in 50 Jahren, wofür wir 200 gebraucht haben, versus wir wollen unsere Tradition bewahren. Und ich bin auch dafür und übrigens auch überzeugt davon, gerade weil ich auch mit autoritären Staaten zusammengearbeitet, mit denen auch gearbeitet habe, bin ich überzeugt davon, dass in the long run für das Individuum die freiheitliche Demokratie sich durchsetzen wird. Aber ich würde trotzdem immer dafür plädieren, Sport ist ein Brückenbauer und das wird es auch immer bleiben. Und klar, natürlich ist es auch eine gute Möglichkeit, um auf Missstände aufmerksam zu machen, und das sollte man auch tun. Wird ja nun auch erklärt, was sich alles schon tut. Und es wird ja immer das Narrativ auch bemüht, wir brauchen Zeit. Auch gerade habe ich das wieder gehört. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit Wandel durch Handel, was wir ja viele Jahre auch immer uns erklärt wurde, dass das die richtige Strategie ist. Ich glaube da nicht dran. Ist meine persönliche Meinung. Wenn es ein ehrliches Bedürfnis der Katarer gegeben hätte, hier sich zu verändern, dann denke ich schon, wäre das möglich gewesen in all den Jahren. Wir sprechen ja schon über einen Zeitraum von 15 Jahren mittlerweile, wenn ich den Beginn der Bewerbungsfristen nehme. Wenn zu einer WM-Bewerbung es gehört, dass Sie den Frauenfußball fördern und sich dafür aussprechen und das in Ihren Bewerbungsunterlagen auch verbindlich erklären müssen, und der FC Bayern sich damit rühmt, dass er sagt, wir sind dahin geflogen, bei uns, dann haben die Fußballfrauen der Bayern dort in kurzen Hosen gespielt und dann wäre der Frauenfußball wiederbelebt worden und auf den Weg gebracht worden, dann muss man sagen, dann ist das ein Märchen und dann stimmt das einfach nicht. Ja? Es ist zu der Bewerbung 2010, ist ab 2009, ein Jahr vorher, ist eine Frauenmannschaft ins Leben gerufen worden, um eben diesen Anforderungen Genüge zu tragen. Die ist mittlerweile, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Die spielen überhaupt keinen Fußball mehr, ja, weil sie in der FIFA-Weltrangliste gar nicht mehr vorkommen. Whether it's the Qatari businessman or the Qatari leadership, they're getting the idea, no matter what we're doing, we will just be ostracized by the Western world, especially by Central European media, no matter what. So after the World Cup, what do we care? We didn't benefit from doing all of this. So I'm strongly afraid that the unwillingness of opinion leaders, especially in Central Europe, to recognize the advances that have been made might well result into a backslash. Du kannst nur dann Druck ausüben auf ein Land und es dazu bringen, Veränderungen zu machen, wenn du mit ihm zumindest Handels- und Wirtschaftsbeziehungen hast. Weil wenn wir mit ihnen gar nichts zu tun haben, warum sollte irgendein afrikanisches Land, was mit uns nichts zu tun haben, sich unsere Position über Menschenrechte anhören? Das interessiert die nicht. Wenn die der Meinung sind, sie wollen dort
Löwen kochen, dann kochen sie dort Löwen. So, und wenn wir sagen, wir möchten aber die Löwen schützen, dann sagen die, das ist schön, aber das interessiert uns nicht. So, und deshalb glaube ich, muss man mit denen interagieren. Aber das Beispiel Katar zeigt, dass so ein kleines Land zumindest druckempfindlich ist. Das einzige Land in der Region, was einen Mindestlohn eingeführt hat, 275 Euro. Da lachen wir natürlich drüber. Auf der anderen Seite vergessen wir natürlich immer, wenn wir uns ein T-Shirt kaufen, dann wird es in Bangladesch genäht. Und in Bangladesch ist der Mindestlohn 85 Euro. Die Menschen aus Bangladesch gehen freiwillig nach Katar, um da zu arbeiten, um ihre Familien zu ernähren. Zu der Frage Wandel durch Handel oder wie ändern wir die Welt und wie versuchen wir Menschenrechtsstandards einzusetzen, ist bei all dem Negativen, was es in Katar gibt, sollten wir als erstes anerkennen, das, was sie gemacht haben und sagen, ihr seid erste Reformschritte gegangen und das ist gut so, aber ihr müsst den Weg noch weitergehen.